So, hey, servus, Messerfreunde, ja. Das wird mal ein Inside-Bungalow-Video. Ja, heute regnet es so, ja, gemütlich dahin. Ja, also machen wir mal ein Schlechtwetterprogramm, aber stört überhaupt nicht, weil, ja, war heute Morgen wie üblich eine Runde laufen. Ja, und haben gut gefrühstückt natürlich. Jetzt waren wir schon etwas einkaufen, unsere Vorräte für den Bungalow hier aufstocken. Ja, das passt ganz gut, das Wetter heute, denn gestern waren wir ja bei dem Markt einkaufen. Und ich habe wirklich, ja, ich glaube, Glück gehabt, dass ich diese Macheten gefunden habe. Denn, ja, man braucht schon nicht das Glück, um auf gute Geräte zu stoßen. Ich hoffe, dass das gute Arbeitsgeräte sind, dass die, besonders, dass die Härte vom Stahl in Ordnung ist. Ja, ich gucke etwas. Ja, es muss ja keiner sehen, dass ich hier solche Dinge im Bungalow habe. Ja, ich weiß nicht. Muss einfach nicht sein. Ja, diese Machete hier macht wirklich einen klasse Eindruck. Was mir gleich besonders positiv aufgefallen ist beim Markt, ist, dass ja kein Rost zu sehen ist. Also wirklich keine einzige Rostspur. Ja, und aufgefallen ist mir, dass sie eben schön eingeölt ist. Wo ich sie, oh, jetzt bekomme ich von der Liebe neu einen heißen Kaffee überreicht. Oh. Herrlich. Okay, just Moment, Leute. Ja. Wie gesagt, schön eingeölt. Also, ja, ich bin mir sicher, der Macher hat Ahnung von solchen Dingen. Also wenn man sie hier betrachtet, alles schön, ja, entgratet und so weiter, auch die Spitze, ja, sorry wegen dem etwas schlechten Licht hier im Bungalow. Ja, ich finde, diese Machete ist wirklich schön verarbeitet. Wie gesagt, wirklich keine Rostspur. Und auch der Griff. Ja, keine Kanten. Keine ja, keinen Spalt zwischen Klinge und Griffschalen. Alles schön gerundet. Ja, also macht einen super Eindruck, das Ding. Ja, weiter. Das Handling, geil, also wirklich klasse. Oh ja, und ich glaube, diese Rille hier, ich vermute, das ist für Feinarbeiten gedacht, damit man sie
auch so halten kann. Ja, ich bin gespannt auf die Härte des Stahls. Dafür mache ich dann ein Outdoor-Video und teste das Ding etwas vorsichtig aus. Ja, vorsichtig, damit meine ich einfach nicht gleich voll drauf los. Ich weiß ja nicht, wie hart der Stahl ist. Aber ich bin mir sicher, das ist kein, ja, Küchenmesser oder was. Also dieser Stahl ist sicher nicht aus Küchenmesserstahl oder was auch immer. Ja, das ist ein thailändischer Markt und bei diesem Markt, diesem Stand hier, wo ich diese Macheten gekauft habe, da sind auch andere schwere Arbeitsgeräte zu kaufen gewesen. Wie ihr sehen konntet beim vorigen Video, ja, Äxte, was weiß ich noch, alles mögliche von Eisenwaren. Also dieser Mann hier, was diese Dinger verkauft, der hat bestimmt Ahnung von, ja, Eisenwaren eben, ne? Und damit auch von solchen Arbeitsgeräten. Ja, ich glaube, das ist schon was Gescheites. Ja, die Schärfe probiere ich dann draußen aus. Ist jetzt nicht, bestimmt nicht rasierscharf, muss so ein Ding auch nicht sein. Das ist ein Haumesser. Wenn man etwas schnitzen kann damit, dann ist es scharf genug. Also wie gesagt, Leute, das in der Hand macht einen das schon richtig Fun, das in der Hand zu halten. Ist ein Handschmeichler. Und dieses Ding-Teil hier ist ja etwas, die ja nur minimal kleiner. Minimal kürzer. Ja, im Gesamten vom Maßstab her minimal kleiner. Und etwas ergonomischer Griff, was gleich sehr positiv auffällt im Handling. Und dass das Ding etwas kleiner ist, ist schon wirklich sehr, sehr geil. Ich meine, ja, ist nicht so extrem kopflastig, also ein richtig cooles Outdoor-Werkzeug. Spontan auch für mich so ein One-Option-Tool. Ja, und dasselbe wieder. Eben keine einzige Rostspur zu sehen. Ich habe ja im letzten Urlaub in Phetchabun, wer das Video kennt, weiß, glaube ich, wovon ich spreche, auch eine Machete, zwei Macheten gekauft, aber das diese Dinger sind nicht zu vergleichen mit diesen hier. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr gute, taugliche Outdoor-Werkzeuge sein werden. Ja, und sind. Ja, und diese Rille hier. Damit kann man etwas, bestimmt etwas feiner arbeiten. Also wirklich sehr, sehr geil. Ja, so ein kurzes Lanyard dran. Wie gesagt, bin mir sicher, der diese Dinger da verkauft, hat Ahnung von solchen Werkzeugen. Ja, Verlängerung zum Hacken. Ja, ich hoffe, ich kann diese Dinger hier ausprobieren. Ich werde schauen. Ich glaube, ich werde mal am Strand unten dann mir das etwas anschauen, ob das ich das für gut finde, wenn ich da mit so einem Haumesser draußen beim Strand unten rumarbeite. Es ist ja kaum etwas los, aber es ja, muss ja trotzdem niemand sehen, dass ich so etwas besitze. Ja, ich weiß auch noch. Ich weiß noch nicht genau. Aber ja, die Zeit wird es zeigen.
Sodala. Schauen wir in dieses schöne Messer mal etwas an. Ja, logisch, spontan. Das ist für mich jetzt kein Outdoor-Werkzeug, ne? Ich glaube, das werden die meisten auch so sehen. Mal einen kurzen Schluck Kaffee muss ich mir jetzt schon gönnen. Ja, Leute. Hier in Thailand muss man sich nur etwas umschauen. Und dann findet man schon mal etwas Tolles zu kaufen. Ja. Zum Empfehlen ist natürlich so etwas nicht in Touristenhochburgen zu suchen. Ja, da findet man auch mal so etwas, naja, aber dann ist der Preis ja 5, 6, 7 mal so hoch manchmal, was ich dafür bezahlt habe. Aber das Messer hier ist auch sehr schön verarbeitet. Ja, das ist für mich einfach jetzt ein Dekorationsstück für daheim. Finde ich cool. Kann man super dekorieren. Einfach einen Messerhalter unten rein. Dann sieht das cool, klasse aus in der Wohnung. Ja, eben für diesen Preisen, da braucht man nicht lange überlegen. Also ich überlege da nicht lange als Messerliebhaber, Messersüchtiger. Ja, findet auch so etwas nicht leicht sonst wo, finde ich, vor allem für diesen Preis. Obwohl es cool in der Hand liegt. Ja, vielleicht probiere ich mal etwas Schnitzen damit aus. So, ja, das soll es eigentlich schon bei diesem Video gewesen sein. Was noch fehlt, sind Scheiden für diese Messer. Just Moment, Leute. Ja, wir haben vorhin schon versucht, jemanden zu finden, der für diese Macheten hier eine Lederscheide basteln kann. Bis jetzt sind wir noch nicht fündig geworden. Ja, mal schauen. Cool wäre es, hier sich noch eine Scheide machen zu lassen. Vielleicht finde ich noch jemanden, der das hier kann, aber sonst schaue ich zu Hause. Vielleicht baue ich mir einfach selber etwas, damit mich diese Macheten am Gürtel tragen kann. Ja. Okay, ja, das würde ich sagen, war schon bei dem Video. Mal schauen, was das nächste Video werden wird. Ja, ich hoffe, ich kann diese eine Machete mal ein bisschen ausprobieren. Ich denke schon, dass das möglich sein wird unten am Strand. Ja, werde ich die neu mitnehmen. Sollte einen Teil aufkreuzen und mich fragen, was ich da hier so mache, dann kann die Neue ihm erklären, dass ich hier nichts Unanständiges vorhabe oder was auch immer. Ja. Okay, ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.